Hallo und herzlich willkommen bei Bleeker Autoteile bei der allerersten Folge von Dacia vs. Goliath. Wir von Bleeker Autoteile waren letztes Jahr das allererste Mal Sponsor am Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen und zwar von Team Ollis Garage. Richtig witziges und richtig geiles Projekt. Und das allerbeste, Team Ollis Garage, die waren letztes Jahr auch Sieger. Und zwar Sieger der Herzen mit ihrem selbstgebauten Dacia Logan mit sage und schreibe 165 PS. Und weil dieses Projekt eingeschlagen ist, ist es wie eine Bombe und richtig, richtig viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, haben wir uns gedacht, ja gut, das müssen wir dieses Jahr wieder supporten und unterstützen. Dieses Jahr zum Beispiel stellen wir den Motor, das Getriebe oder kümmern uns auch um die Bedruckung des Wagens. Aber ich will gar nicht so viel erzählen, sondern einfach mal das Team um Ollis Garage vorstellen. Und heute fangen wir einfach an in Münster bei Olli in seiner Garage. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Ollis Garage. Ich nehme mich heute mal rein. Komm rein. Das ist meine kleine bescheidene Garage. Hier entsteht dann der Dacia Logan für die Rennerei. Das ist meine kleine Hauskatze, die passt dann auf. Also ich bin der Olli, ich betreibe so eine kleine Schraubergarage hier mehr oder minder, deswegen auch Ollis Garage. Ich habe eine ganz normale Werkstatt eigentlich. Nebenbei machen wir dann Rennsport und wir bauen dann hier halt so einen Dacia mehr oder weniger zusammen aus irgendwelchen schnelleren Rennrouteilen. Meine Aufgabe ist überwiegend die Technik. Technik und Fahren. Also ich baue die mit meinen Kollegen hier, die sind noch ein paar, die, also ehrenamtliche Schrauber, schrauben wir das Ding hier zusammen. Zumindest erstmal momentan ist es noch ein Versuch halt. Der andere, der hat ja funktioniert, war mal ein weiter Weg bis dahin. Also ein Auto habe ich jetzt oder haben wir komplett zerlegt. Also da war nur noch Blech und Scheibe, sonst war nichts mehr. Achsen, alles weg. Und da bauen wir jetzt alles vom Clio S die ganze Technik rein. Versuchen wir zumindest. Wir hoffen, dass es nachher läuft. Also weil wir mehr Leistung haben wollen. Mit dem alten, der hat 165 PS, da haben wir bei Regen die kleineren BMWs, die konnten wir in Schach halten. Nur dann auf der Geraden, Döttinger Höhe, sind die an uns vorbeigefahren. Das ging über 4 Runden so, dann waren sie irgendwann weg. Dann kam das große Feld, da musste ich da Platz machen. Mit dem erhoffen wir uns mit 60 PS mehr, dass wir mit dem zumindest mitschwimmen können. Dass wir da nicht mehr allerletzter sind. Das ist die Planung jetzt für 2022, 24 Stunden drin. Unzählige Stunden. Ganze, also wenn wir alles zusammenrechnen mit allen Leuten, weiß ich nicht, das sind Tausende von Stunden bestimmt. Wenn du von jedem eine Stunde damit reinrechnest, ist ja nicht nur ich da. Da hast du hier einen, der dir lackiert, der bereitet den Lack vor, die Schleifen, Scheiben müssen gemacht werden, geschweißt werden muss, Motor muss instand gesetzt werden. Wenn wir alle zusammen sind, sind wir 20 Leute, die dann alle da mit rumfummeln, mit Box etc. und so weiter. Alle. Also wenn der jetzt mal laufen sollte hier, dann kommt er ja wieder raus, wird auf Null gedreht einmal, also einmal auseinandergenommen komplett. Aber erstmal müssen wir gucken, dass das Ding läuft. Wieso seid ihr mit dem Dacia losgefahren am Anfang? Ah, weil er ein kostengünstiges Auto war. Das war der Hauptgrund. Weil Geld wächst man nicht am Baum. Ein Rennauto, ein Profiauto kostet halt richtig Geld. Und das Ding war halt für, waren wir damals bezahlt, glaube knappe 5. Das Basismodell mit dem 1,6er 87 PS, so fing das dann an. Und da ich eh sehr Renault-lastig bin, teile ein paar Daten, konnte ich ein bisschen experimentieren und dann da was zusammenschustern. Dann wurde dann ein bisschen schneller. Wir haben angefangen, 2014 haben wir uns kennengelernt, 2015 habe ich das erste Mal im Auto gesessen und das erste Mal im Cup. Ja, die Idee war dann immer 24-Stunden-Rennen zu fahren. Wir haben uns dann Clio angeschafft, das war der erste Gedanke, der kam aus der Langstrecke, da war ein Clio RS. Dann haben wir den Dacia hier stehen sehen und dann gedacht, ich so, Dacia oder ein Clio? Dann müssen wir den schneller machen, weil Clio gibt es genug. Dacia gibt es nicht ein. Ich sag, da haben wir lange da gesessen und lass uns das mal halt probieren. Wir haben komplett auseinandergenommen, wir haben dann F7R reingebaut aus dem Megane. So, wir hatten dann Probleme mit Kraftübertragung, wir kriegten die Getriebe da nicht übersetzt. Also haben wir das Dacia-Getriebe genommen, das JH3, also das 87 PS-Getriebe eigentlich. Haben dann mit den Originalwellen, die sind dann natürlich nach jedem Rennen zerbröselt. Die haben es natürlich nicht ausgehalten. Da mussten wir irgendwas erfinden, da mehr oder weniger. Und dann sind wir dann auf Clio 3 Technik umgestiegen, mehr oder weniger. Dann haben wir vom Diesel die Wellen genommen und die haben dann ein bisschen gehalten. Also die halten auch noch, also die halten das zumindest aus. Nur jetzt geht die Reise ja weiter mit dem Clio RS Motor und der dann nochmal 60 PS mehr und ein bisschen, da sind wir jetzt gerade am Basteln, da irgendwas vernünftig auf die Beine zu stellen. Laut Zeitplan wäre ich schon fertig, aber haben wir noch nicht hingekriegt, weil Teile anpassen schwierig ist, weil wir können den ganzen Vorderbau von dem Clio 3 RS passt leider nicht in den Dacia. Das Achsen, Stoßdämpfer, Fahrwerke passt nicht rein, also mussten wir irgendeine Alternative finden.
Das geht natürlich nicht, kann ja nicht irgendwo hingehen, alles zusammen kaufen und dann hoffen, dass es passt. Also müssen wir erstmal testen. Da haben wir sich Autos gekauft und gucken, was passt, was ist identisch. Ja, und dann haben wir geguckt, ich habe Zeichnungen gelesen, dies und das. Und dann, also aus 5 Autos, teilweise sind auch Baggerteile da mit reingekommen. Jetzt also Hydraulikschläuche vom Bagger. Dann müssen wir erstmal alles anpassen und testen. Das erste Rennen, März, 19. März. Wir haben eine Test- und Einstellfahrt, bieten sie an vom Ring. Da werden wir dann das Ding aufladen, hinfahren. Ich hoffe, dass das Design fertig ist. Wenn nicht, haben wir halt Pech. Da müssen wir dann halt zum ersten Rennen oder zum zweiten Rennen oder dritten Rennen mitnehmen und dann beim Rennen testen. Ist dann leider so. Weil Großproblem ist jetzt halt die ganze Verkabelung. Können wir gerne mal gucken. Wollt ihr mal reingucken? Also viele Baustellen. Fängt ja an mit Reifen. Bei dem einen haben wir diese 15 Zoll Socken drauf, aber wenn wir mit 220 PS, die werden sich totdrehen in der Kurve. Jetzt müssen wir halt 17 Zoll, so wie der Clio hat. Felgen sind halt sehr groß für den Dacia. Normalerweise fährt der 15 und dann nur 185er Reifen. Der hat jetzt zwei 15er. Ich meine, die Kotflügel haben wir schon gezogen, wie du siehst. Also, Radkasten ist voll. Und der muss ja auch noch lenken können, ne? Das ist dann halt sehr schwierig. Wenn gar nichts geht, schneiden wir das raus und machen dann wie bei so einem Opel Corsa diese Plastikabdeckung drauf. Wie war die Problematik mit den Felgen, mit der Verfügbarkeit? Katastrophe. Weil Aluminium oder Magnesium-Alu-Legierung kriegst du momentan ganz schwer. Wir haben beim Hersteller angerufen, der vertröstet uns auf Februar eventuell. Also ich habe Großhändler angerufen, die sagten, ja, ich habe eine silberne, ich habe eine schwarze, aber das wird schwierig, da jetzt 20 Felgen zu kriegen, das wird also natürlich irre. Ich hoffe, ansonsten müssen wir auf einen anderen Hersteller gehen, der das selber anbietet, aber muss ich gucken. So weit bin ich da leider noch nicht. Das ist momentan gebraucht, den haben wir gekauft aus England. Das ist ein englisches Modell, weil hier, die werden ja immer teurer. Da die waren also relativ bezahlbar noch zum Testen erstmal. Das ist so der Grundgedanke. Wenn das Ding nachher läuft, der ist gelaufen, das Auto ist selber hier hingefahren. Also als Clio aber noch. Und dann jetzt, wenn das nachher läuft, dann kommt alles nochmal raus und dann kommt alles neu. Okay, das ist jetzt quasi der erste Dacia Logan von der Baureihe mit einer elektrischen Lenkung, die auch höhenverstellbar ist, so wie in der Länge. Ne? Man kann den auch noch erweitern. Also ist quasi die komplette Lenksäule vom Clio 3 RS. War im Dacia nie so vorgesehen. Die habt ihr dann quasi komplett rausgebaut aus dem Clio? Aus dem Clio komplett rausgebaut. Die Aufnahme, wie man sieht, da oben haben wir dann dazwischen geschweißt, damit die Aufnahme überhaupt passt. Da haben wir dann alles vermessen, dass das auch alles eingreift und das scheint erstmal zu funktionieren. Ob das elektrisch funktioniert, wissen wir noch nicht. Große Herausforderung ist ja der Dacia selber, der hat ja ein Kupplungsseil. Die sind alle hydraulisch hier. Dann Gaspedal genauso, das ist ein elektronisches jetzt. Bei Dacia war ja alles noch über Seilzüge, also oldschool. Eigentlich total easy, leicht zu reparieren. Hier ist alles ein bisschen schwieriger dann. Und der Schaltknüppel? Das ist auch Clio. Der hat ja Schaltseile, der Dacia hat noch eine Schaltstange. Wahnsinn. Aber das Schöne ist, das passt 1:1. Passt so rein, da brauche ich nichts umbauen, die Aufnahme passt. Also das fand ich schon, das ist halt der Vorteil Renault. Ne? Man sieht, dass das aus dem Hause Renault kommt. Hinten ist nichts Besonderes, da ist jetzt nur Kofferraum, ist jetzt nur Kram drin. Nur ein paar Kabel, hier das alte Gaspedal. Gut, da kommt dann jetzt der FT3-Sicherheitstank rein, da unten hier, in dem Bereich hier. Den müssen wir dann komplett zumachen, die ganze Rückwand verschweißen, dass da kein Sprit durch den Innenraum läuft. Dass beim Unfall, dass der Ding in Flammen aufgeht oder der Tank zerberstet, wie auch immer. Da ist dann in der Blase drin mit Schaumstoff, der das ganze Benzin aufsaugt. Das ist halt die Auflage der FIA, wollen sie gerne haben. Also Fahrwerk vom Clio können wir nicht übernehmen, weil der Clio vom Aufbau viel zu breit ist. Also müssen wir das Fahrwerk vom Dacia übernehmen. Zumindest die Aufnahme, Radnabe, Träger und Dämpfer. Nur alles, dann passen der Antriebsstrang und die Kraftübertragung, die passt dann leider nicht, weil die Clio-Wellen enorm breit sind. Da mussten wir uns irgendeine Lösung einfallen lassen, das haben wir jetzt gemacht. Sind aus dem Hause Renault, ich will jetzt nicht sagen von welchem Renault, weil sonst werden wir ganz schnell kopiert. Ja, die Wellen kann man sehen, die sind nagelneu, sind angefertigt von SKF. Ist aber nicht vom Baugleichen, also hat mit Dacia jetzt nichts zu tun, aber dann kriegt ihr eine große Bremsanlage, eine 4-Kolben-Anlage, die kleine Kinderbremse kommt raus, kriegt dann gelochte und geschlitzte Scheiben. Den Bremssattel kann ich mal eben holen. Das ist dann der Klopper, der reinkommt. Haben wir bei dem anderen auch, das funktioniert.
Diese ist hier aus dem, ja, nicht von Renault, hat da nichts mit zu tun. Die kommt aus dem Hause Peugeot. Das Vergleich, der Originalbremssattel ist dieser. Das ist der Originale und das ist der neue. Jo. Wesentlich breiter, wesentlich größer. Wie gesagt, da arbeiten da 4 Kolben drin. Ja, gut, wir kriegen, der kriegt jetzt eine 280er Scheibe. Der hat vorher eine 259er gehabt. Und dann eine zu, jetzt kriegt er eine innenbelüftete, gelocht oder geschlitzt. Wir probieren beides. Wir haben halt bei dem anderen Probleme gehabt, thermische Probleme, weil wir kriegten keine für dieses Auto hochgekohlte Bremsscheiben, die waren sofort verzogen. Das haben wir von Zimmermann probiert, die laufen erstmal halbwegs, also ohne dass die sich verziehen. Und was musstet ihr hier unten im Unterboden alles ändern? Unterboden noch momentan gar nichts, so, der Tank kommt raus. Dann hatten wir erst vor, die Duplex zu nehmen von dem Clio, ist aber baulich nicht möglich wegen dem Ding. Dann machen wir jetzt ein großes Rohr hinten raus, das sollte wohl funktionieren, hoffe ich. Spannend, ne? Na, dann haben wir hier vom Cup diese Bremskraftregelungen drin, der die Hinterachse dann auf Belastung abbremst, weil ABS ist raus. Der hatte vorher ABS, das ist alles raus, aber im Rennsport mit ABS, das ist total überfordert. Haben wir mal probiert, aber das war nach ein paar Metern schon, war schon entschieden. Das funktioniert nicht, weil das Ding am Ausflippen war. So, dann ist er hier, der hat ja normal Trommel, der hat jetzt Scheibe. Normal hat der Logan ja Trommel, der hat den, das ist der erste mit Scheibenbremse. Auch aus dem Hause Renault. Also passt Gott sei Dank. Aber Federn und Fahrwerk und so weiter, wie sieht es damit aus? KW Rennsport. Aber das ist alles zugeschneidert auf den Dacia. Das ist kein Problem, das gibt es schon. Gibt's schon seit Jahren, hat damals KW und Wichert zusammen entwickelt. Also das funktioniert einwandfrei. Sollte auch bei diesem Ding auch funktionieren, hoffen wir zumindest. Obwohl das ein bisschen schneller wird. Aber wir haben mit dem anderen, da sind wir auch nicht gerade langsam gewesen. Also das Ding fährt eigentlich sehr gut mit dich. Also du weißt, was das Auto macht. Wenn der Hintern kommt, gibst du ein bisschen Gas und dann zieht er wieder gerade. Also von daher alles gut. Die nächsten Schritte erstmal, dass der Motor am Laufen kommt. Also wir wollen jetzt verkabeln alles, die Kabel, also alles anschließen, dass alles funktioniert. Die Lenkung muss funktionieren, das Steuergerät muss dann frei sein. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, die Clio-Technik. Sollte das nicht der Fall sein, dann muss ich den Georg holen, der muss dann quasi das Auto neu verkabeln. Also selber verkabeln mit dem eigenen Steuergerät, frei programmierbares. Natürlich wieder sehr kostenintensiv, aber das wäre dann, zur Not wird das auch noch gehen. Wir hoffen aber, dass das mit dem ganzen Kram, den wir jetzt hier haben, dass das so funktioniert. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Sollte der dann laufen, kommt alles raus und dann wird die Karosserie gemacht. Und dann machen wir den Motor einmal auf neu. Wir hoffen dann auch, dass der Motor, der neue von Bleker schon da ist, mitsamt Getriebe, dass wir dann das da einpflanzen können, verkabeln können neu und dann alles schick wird. Und dann wird die Karosserie gemacht. Was heißt, es wird die Karosserie gemacht? Die Karosserie muss ja einmal, der ist ja ziemlich bunt gerade. Wir könnten da eigentlich quasi Polizei draufschreiben, wie in Spanien, Policia, weil von der Farbe her wird das passen. Nein, ja gut, der muss ja dann einheitlich aussehen. Ne? Ich weiß ja nicht genau, wo die Reise hingeht. Das macht er, glaube ich, erstmal Bleker so, wird, glaube ich, foliert, das ist so richtig. So, dann kommt der Käfig rein und dann kommt die Abnahme vom TÜV, der muss den Segen geben, logischerweise. Weil die gucken ja von der Rennleitung, die gucken ja nicht nach, ob das Auto safe ist. Die gucken nach sicherheitsrelevante Sachen. Also was Reglement entsprechend ist, aber ob das alles gut verbaut ist. Und du musst die TÜV zulassen und bezahlen. Ja klar. Ich kann ja nicht einfach. Du kriegst eine TÜV-Plakette. In der Plakette nicht, ich kriege einen Stempel im Wagenpass. In Deutschland gibt es halt Regeln, du kannst irgendwas basteln, kannst ja nicht einen dicken Motor reinbauen und dann die originale Bremsanlage lassen. Das wird nicht funktionieren. Da wird auch kein TÜV-Prüfer sagen, das nehme ich dir so ab. So. Beleuchtung. Bleiben da die Halogendinger drin? Oder? Jein, wir bauen da. Mit, ja, das sind so diese LED H4, schimpfen die sich, mit 6000 Lumen. Die haben wir in dem anderen Dacia drin, mit eigenen Lüftern drauf. Straßenverkehr nicht zugelassen, aber die machen eine richtige Lichtausbeute, weil wir dürfen 24er keine Aufbauten mehr machen. Früher hat man ja Scheinwerfer wie in der Rallye drauf gebastelt, darf es heute nicht mehr. Deswegen musst du gucken, deswegen hat der diese LED-Arbeitsscheinwerfer drin, aus dem Trecker quasi, die sind vorne im Grill drin. Und dann diese H4 LED-Lampen. Als ihr das erste Mal so zum Nürburgring gefahren seid, was waren so deine Gedanken, auch von den Konkurrenten, was die über euch denken? Was die über uns denken? Ich habe gedacht, die hauen mir aufs Maul. Ganz, ganz klar. Also wenn wir da auflaufen, die sagen, die haben Nagel im Kopf. Ich meine, so war es ja auch. Also da kam Dirk Adolf, ist eine Größe, der kam bei uns in eine Box rein, an dem ersten Mal, wo wir da waren, sagte, das ist euer Auto.
Ja, ich sage, ihr habt doch einen Nagel im Kopf oder nicht. Das waren die Worte von ihm. Fand er aber total geil, klopft da drauf und hat sich dann auch da reingesetzt. Sagt, darf ich mich da reinsetzen? Ja, ja, klar, kannst du machen. Dann sagt er, das ist aber ein Auto. Nicht hier so Hightech, hier, die ganzen BMWs und sowas alle. Also das fand er schon toll. Unser Ziel war ankommen. Das war unser Ziel. Dass wir da kein Hering vom Teller reißen, das wussten wir mit dem Auto. Oder wir sind nun mal die Langsamsten. Wichtig war für uns, ins Ziel kommen, ankommen und vor allem durchkommen. Also kein Unfall, kein Ausfall. Und das haben wir bis jetzt also sehr gut geschafft. Im Rennen, ich dachte erst so, die fahren dann wie die Bescheuerten. Aber nee, ganz das Gegenteil. Die haben wirklich Rücksicht auf uns genommen. Wir waren aber auch sehr fair. Wir haben immer geblinkt. Die blinken ja schon von hinten, die Schnellen. Die kommen schneller. Da haben wir sofort Blinker gesetzt, wo wir hinfahren. Die kamen also an uns vorbei. Also war ein sehr gutes Miteinander. Also kann ich wirklich nur so sagen. Deswegen der Blinking Dacia. Weil wir schon früh genug blinken. Die genau wissen, aber das finden die alle ganz gut. Deswegen wissen die genau, wo wir hinfahren. Dann wissen die genau, wie soll ich blinke jetzt links, also er kann eher rechts an mir vorbei. Zuschauer, ich glaube, sag mal, die Masse, gibt ein paar, die sagen, wir wollen die mit dem Schrotthaufen da, gibt es natürlich auch, aber die große Masse Streckenposten, die haben uns quasi gefeiert, das ist einfach so. Also habe ich nie mit gerechnet, ich dachte wirklich so, da hier hast du da so ein paar Amateure, die so ein Auto da zusammen genagelt haben und die meinen, die können jetzt hier fahren, aber nee, also muss ich sagen, also Anerkennung ist sehr groß. Wir sind nun mal kein Team mit einem Haufen Kohle, alle ehrenamtlich, ne, die gar keine bezahlten Fahrer etc. Ja. Passt schon.